Dankeschön. Gerne. Hi, ich bin die Janice. Hallo. Hi, hallo. Ich bin die Janice. Hallo, Mika. Ja. Kann ich erstmal auf die Toilette? Ich muss pullern. Was musst du? Ich muss dringend pullern. Was musst du? Pullern. Pullern musst dann du jetzt. Schnell auf die Pullern, dann bin ich bereit fürs Trinken und so, weil sonst muss ich gleich wieder. Na klar. Okay, gut, cool. Du bist da, ich, ne? Begleite dich, ja. Okay. Einfach. Ich war erst so ein bisschen schockiert, dass ein Mann, allein ein stehender Mann, drei Katzen hat. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ob die Katzen sich verstehen, wird sich rausstellen bei einem weiteren Kennenlernen. Aber ich bin da guter Dinge. Ich bin Physiotherapeutin und ich schaffe in der Praxis drin. Ah, cool. Seit zwei Jahren, also genau zwei Jahre jetzt, bin ich echt mega zufrieden. Also ist mein Traumberuf. Echt? Ja, das hört sich doch super an. Ich liebe es, Menschen anzufassen. Aber natürlich im privaten Bereich jetzt überstürzt sich da nichts tatsächlich. Okay. Ja, klar. Ich würde gerne mal Kühe schubsen. Kühe schubsen? Wie kommt man denn auf sowas? Ich komme vom Dorf. Das ist so ein Dorfding. Muss man aufs Dorf kommen. Ich hab's mal gehört, aber gemacht habe ich es auch noch nicht. Naja, die Kühe stehen auf der Weide und schlafen im besten Fall. Und dann ist es halt auch ein bisschen gemein. Eigentlich. Dann gehst du halt auf die Weide und schubst eine Kuh um. Und dann fällt die halt einfach um, weil die schläft. Und schläft dann einfach weiter. Weißt du? Ich habe noch keinen gefunden, der das mit mir macht. Ach so, ja. Gut, dann müssen wir noch mal Kühe schubsen. Ja, schubsen willst du das mit mir machen? Ja, klar. Oh, cool. Ich bin da flexibel. Cool. Ich finde das gut, dass er da so offen für ist, weil umso mehr Spaß hat man miteinander, wenn man auch mal außergewöhnliche Sachen unternimmt. Am Anfang habe ich gedacht, oh je, ob ich mir deinen Namen überhaupt merken kann. Aber da ich ganz wenige Menschen mit deinem Namen kenne, war es nicht so schwierig. Ich muss jetzt mal planieren. Mhm, weiß man eigentlich nicht mehr. Und weißt du warum? Ich kann mir einfach Namen. Ich finde sehr sympathisch. Ich bin froh, wenn ich weiß, dass meine. Also ich habe die Namen wirklich auf meinem. Damit ich mich erinnere, wie die heißen. Ich weiß es nicht. Darf ich die wieder mitnehmen? Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich meinen Stift und schreibe dir meinen Namen dann auf. Verraten wolltest du mir aber auch nicht nochmal. Doch, natürlich. Entschuldigung. Nö. Sag ich nie nochmal. Corinna. Corinna. Ja.